Hallo und willkommen zu meinem Mittwoch. Ja, ist doch Mittwoch, ne? Es müsste Mittwoch sein. Mittwochsvideo. Ja, ich hab ein bisschen ein bissiges Karnickel. Entschuldigt, ich will ihm gerade Leckerli geben und jetzt dachte mein Fuß wäre Leckerli und wollte reinbeißen. Ja, ich habe euch ja erzählt, dass ich von der Elektronik die Nase voll habe. Und dass es mir ultramäßig reicht. Aber ich habe nicht mehr die Vergnügungselektronik, mit der ich mich jetzt beschäftige. Ich habe mein Interessengebiet verändert. Ich interessiere mich ja jetzt mehr fürs Kochen. Und dadurch, dass ich mich fürs Kochen mehr interessiere, ist mir aufgefallen, dass unser Interieur. Passt das Wort? Ja, dass unsere Ausrüstung, unsere Küchenausrüstung, nicht mehr ganz zeitgemäß ist. Also ich meine, der Kühlschrank, der war schon da, da war ich noch ein Spermium. Oder? Oh mein Gott, Tatsache! Ich habe das jetzt einfach mal so random getroppt und dann stimmt. Ja, auf jeden Fall habe ich ja über die letzten Jahrzehnte meines Lebens, und wird auch nicht jünger, habe ich Geld gespart. Und ich habe eigentlich immer gedacht, irgendwann landet dieses Geld bei Apple. Ich gebe es ganz offen zu, so war mein Gedanke. Aber ich habe inzwischen etwas sehr Tragisches für mich herausgefunden, nämlich Folgendes. Wenn man einen iMac kauft, kostet der fast 3.000 bis 4.000 in der Spezifikation, wie ich den bräuchte. Und für dasselbe Geld kriegt man heutzutage auch diesen unglaublich schönen Kühlschrank. Das ist er. Der Kühlschrank meiner schlaflosen Träume. Ich liebe ihn. Und ja, und es ist jetzt tatsächlich, dieses Jahr ist es soweit und ich werde mir diesen Kühlschrank dann irgendwann zulegen können. Das Tolle an dem Kühlschrank, was ich schon rausgefunden habe, ist, zum einen hat er dieses Knock-Knock-Fenster, wo man Sachen reinstellen kann und da ist auch noch eine Tür in der Tür. Und dann kann man zum Beispiel die Milch rausholen, aber man macht nicht den ganzen Kühlschrank auf, wodurch er viel energiesparsamer ist. Und er hat halt einen Wasserspender. Was voll witzig ist, dass ich einen Wasserspender will, obwohl ich selten Wasser trinke. Aber gut, so ist es jetzt halt. Und das Tolle ist an dem, er hat zwei Doppeltürer und auf der Seite ist Kühlschrank und auf der Seite ist Eisfach. Auf der Seite ist Eisfach und auf der Seite ist Kühlschrank. Es ist spiegelverkehrt für mich. Und hier ist dieses Türding, das ich euch erzählt habe. Ja. Und den möchte ich jetzt unbedingt haben. Und jetzt ist es so, dass ich das Ersparte habe. Also ich meine, danach bin ich wahrscheinlich blank, aber ich habe das Ersparte. Aber ich habe ein anderes Problem. Ich habe das Ersparte, aber leider Gottes, das ist das Problem, das gerade alle haben. Ich habe auch zurzeit in unserer Gegend Corona. Ist total doof gelaufen. Jetzt ist es so, dass das Teil 200 irgendwas Kilo wiegt. Und ich sage jetzt mal so, manchmal, an manchen Tagen, sitzen meine Mutter und ich da und kriegen Leos seinen Streubeutel nicht hoch, weil der so schwer ist und er hat 10 Kilo. Also, da ist so, da, das, der Kühlschrank wiegt fast das Hundertfache von Leos Streubeutel. Und deswegen wäre es leichter, wenn da jemand wäre, der den uns tragen würde. Aber durch Corona geht es jetzt gerade nicht. Und das ist. Und jetzt kommen wir zu einer Sache, die mich ein bisschen geärgert hat die letzten Wochen. Schnuppi, wieso bist du Oma? Lass das! Ja, ich befürchte, dass du da recht hast. Tut mir leid. Ich wäre sehr verwunden, wenn du ihn nicht kicken würdest. Wegschubsen reicht, Mami. Warte mal, ich hole ihn. Vielleicht klappt's. Leo. Leo, guck mal. Da ist Futter. Unter dir direkt. Direkt unter dir. Schatz. Ich glaube, der Magen ist gerade voll, sonst würde er schneller reagieren. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass dieser Schuh hier ist für Leo sein Heiligtum. Da ist sein
sein Naschball drin drum kleppern mit dem Schuh, dann taucht Leo auf. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass es jetzt gerade niemand gibt, der den Kühlschrank bis in die Wohnung tragen würde, wegen den Corona-Richtlinien. Und ich für meinen Teil, ich verstehe nicht ganz, wieso man, also das habe ich schon mal in einem Video erzählt, aber für mich ist es eine Unlogik, dass man sagt, ich verkaufe teure elektronische Geräte für den Haushalt und baue die dann nicht mal auf. Aber okay, ist halt so. So oder so. Muss ich jetzt halt warten. Das zweite Problem, das sich mir leider Gottes gerade auch noch auftut, ist, ich habe noch keine Ahnung, wie ich den Kühlschrank herkriegen soll. Weil bei uns in der Gegend gibt es bloß zwei Möglichkeiten, also nach jetzigem Infostand. Und ich darf noch nicht mich weiter informieren. Also ich darf dann, wenn es dann soweit ist, darf ich. Aber im Moment stand jetzt im Februar, darf ich noch nicht. Es wird eher März. Ja, das Video kommt ja im März, aber ist witzig, wenn das Video kommt, dann weiß ich schon mehr, aber jetzt eben im Februar darf ich noch nicht zum Beispiel den Händler fragen, wie ist es denn mit Ihnen? Bei Ihnen kann ich den, gibt es den Kühlschrank da? Weil den gibt es bei uns hier in der Stadt noch nie, habe ich den noch nicht rausgefunden, wo ich den herkriegen soll. Und meine Mutter und ich, wir haben eine Aversion gegen Mediamarkt. Wegen Vorgeschichten. Und wir wollen auf gar keinen Fall den beim Mediamarkt kaufen. Und jetzt gibt es eigentlich für uns nur noch die Möglichkeit, einen Fachhändler finden. Euronics oder über Otto. Da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht, aber Mom wiederum schlechte. Also das ist auch noch so eine Sache, die wir dann echt miteinander besprechen müssen, wie wir das dann machen. Und dann muss ich natürlich noch hoffen, dass die Maskenpflicht in der Zwischenzeit fällt, weil wäre total unvorteilhaft, wenn der Kühlschrank geliefert wird, einer ankommt, mit der den aufbauen soll, und ich als Maskenphobikerin dann so einen maskierten Typen in der Bude habe. Nicht gerade prickelnd, ne? Könnt jetzt also so, wir könnten eigentlich schon von Mai reden, Vielleicht, ja. ne? Es wird immer länger und länger. Naja, ich hoffe einfach das Beste. Ja, und jetzt habe ich so Fragen an euch. Vielleicht habt ihr schon Kühlschränke gekauft. Habt ihr mir Tipps, worauf man achten sollte? Also ich habe mich auf jeden Fall auf diesen Kühlschranktypen eingeschossen. Also es muss ein Knock-Knock-Kühlschrank sein und ich möchte eine Doppeltüre haben mit Fächern. Also dass 90% Fächer sind und zwei Schubladen gehen auch noch okay. Aber das soll drunter nicht. Oder? Kennt ihr im Umfeld von Ravensburg irgendwo einen Laden, wo man Kühlschränke herkriegt? Weil mir fällt keiner mehr ein. Meine Mutter war jetzt vor kurzem bei Miele, ne? Bei Miele. Und Miele hat tolle Kühlschränke, aber leider Gottes haben sie nicht solche Kühlschränke im Angebot. Und das ist jetzt doof. Aber wisst ihr, was mich am allermeisten an der ganzen Sache überrascht hat, als ich mich so mit den Kühlschränken beschäftigt habe, mal abgesehen davon, dass es da irgendwie gefühlt keinen hier in der Gegend gibt, von denen, die ich gerne möchte, war die Tatsache, was es inzwischen schon für tolle Herde gibt und Öfen. Also als ich das letzte Mal einen Herd gekauft habe, das ist jetzt auch schon wieder fast 10 Jahre her, und da war so das Beste, was wir bekommen haben, ein Ofen mit Grill. Inzwischen gibt es Ofen, die haben eine Dörrfunktion, die haben eine Dampfgarfunktion. Es gibt Ofen, wo du splitten kannst in der Hälfte und dann kannst du oben zum Beispiel weiße Kekse backen und unten einen Braten machen. Sprich die Vegetarierin. Es gibt ja auch Sojabraten oder so. Gibt es wirklich? Kann ich uns mal einen machen, wenn du möchtest? Cool. Hätten wir das auch mal geklärt. Dann mache ich mal Sojabraten in der nächsten Zeit. Yeah. Aber das nächste, was ich jetzt erstmal mache, sind die Brownies. Um die Mandeln loszuwerden. Ich habe nämlich noch Mandelreste. Der Nachteil beim Backen ist, dass immer mal wieder Reste bleiben und die muss man dann halt wieder anderweitig verwerten. Und das ist eigentlich eine tolle Videoidee. Darum höre ich jetzt an dieser Stelle auf und werde euch das nachher in einem anderen Video weitererzählen. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Schreibt mir mal gerne Tipps, wenn ihr wisst, wo man was kriegen kann. Oder ihr könnt mir auch gerne schreiben, ob ihr Erfahrungen mit Otto gemacht habt oder so. Und ob ihr einen Online-Händler oder so kennt, der zum Beispiel auch liefert und aufbaut.
Und der verlängerte Garantie hat, weil das ist mir unglaublich wichtig, weil ich will sicher keinen Kühlschrank haben, wo ich nur 2 Jahre Garantie drauf habe. Weil das ist ein Investment, wo ich lange dafür gespart habe. Ja, ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder in die E-Mail an die bell.rito@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.